Ja, guten Morgen, ihr kleinen Leckermäulchen. Willkommen zu Tag 2 des Vlogtrips. Ich habe mir gedacht, ich nenne das Vlogtrip. Ja, es regnet. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ausgeschlafen. Und dir? Ich bin da relativ spät ins Bett gegangen. Ich glaube, ich habe noch bis 1 oder halb 2 das Video geschnitten gestern. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz zufrieden. Der Tag war cool, das Reiten war cool. Es hat super Spaß gemacht, aber wir waren halt erst um 5 da. Ne, wir waren erst um 6 da. Wir waren erst um 6 da und ich glaube um 7 war es schon dunkel. Also zumindest so dunkel, dass wir nicht mehr filmen konnten. Das war schade. Ich hätte wirklich gerne viel mehr Reitaufnahmen gemacht. Ich hätte gerne Drohnenaufnahmen gemacht, aber wenn es zu dunkel ist, dann ist es zu dunkel. Man muss auch mal ehrlich mit sich selber sein und sagen, so Alex, das war nicht so die Kirsche von der Torte. Aber es wird besser. Weil heute sind wir früher losgefahren. Wir haben es zumindest versucht. Heute wird es toll. Deswegen viel Spaß bei Teil 2 des Vlog-Trips, so wollte ich es ja nennen. Viel Spaß beim Teil 2 des Vlog-Trips und los geht's. Boom. Zeit für ein neues Spiel und das nennen wir jetzt mal: Du musst alles machen, was Alex sagt. Und die Regeln sind ganz einfach. Du musst nämlich einfach nur das machen, was Alex sagt. Und Alex möchte jetzt, dass du, wie du siehst, regnet es ja, dass du deinen Fuß auf den Fenster streckst, natürlich nackig, und mindestens eine Minute da hältst. Eine Minute? Ja, ja, eine Minute. Der war der Hose nass. Ist egal. Die muss nass werden. Das ist wichtig. Okay. So, wir sind in Leipzig, hier im NH Hotel. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist. Ich glaube, Messe habe ich irgendwo auf einem Schild gelesen. Ich zeige euch mal den Raum. Voll schön. Fenster. Hier ist ein kleiner Flur und das Badezimmer. Mit Badewanne. Und die von NH sind so cool. Die haben mir Ich lese das mal vor. Herzlich willkommen, Herr Milz. Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Haus entschieden haben und wir Sie begrüßen dürfen. Als Willkommensgeschenk haben wir eine Kleinigkeit für Sie vorbereitet. Sollten Sie noch Fragen oder Wünsche zu Ihrem Aufenthalt haben, wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter der Rezeption unter der Nummer 9.
auf Ihrem Zimmertelefon. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Andrea Wolf, Front Office Manager. Danke an Andrea Wolf. Und Chocolate. Nachher sind wir irgendwo in Leipzig. Ich habe voll Hunger, wir müssen irgendwo was essen gehen. Und ich werde jetzt gleich auf Instagram schreiben, wo wir sind. Mal gucken, wer von euch Schokohasen sich dann meldet und wen wir treffen können. Willst du auch? Wir sind jetzt in der Leipziger Innenstadt. Wir haben in irgendeinem Parkhaus geparkt von so einem riesengroßen, was heißt das, Kaufhaus, Einkaufszentrum, genau, von einem riesengroßen Einkaufszentrum. Und laufen jetzt zu diesem Tower. Oder da lang? Lass uns einfach da, lass uns einfach da rausgehen und dann navigieren. Ja, ich habe ja auf Instagram geschrieben, dass wir uns da treffen. Und ich hoffe, wir finden den Tower auch. Ich würde gefühlstechnisch. Gefühlstechnisch? Ist ja eine Frau, deswegen gefühlstechnisch. Gelingt. Okay. Ja, richtig. So, haltet euch fest. Wir sind. Ja, wir sind wieder auf dem Weg nach unten und wir haben oben die Nadine getroffen. Hi. Ja? Und mit der gehen wir jetzt. Was haben wir vorgehabt? In den Bagelladen. In den Bagelladen. Wie heißt der? Bagel Brothers. Bagel Brothers. Also ich muss euch sagen, Bagel Brothers. Wir laufen jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Mal gucken, was wir machen. Es war so furchtbar kalt draußen, wir mussten uns irgendwo verstecken. Und mir ist nichts Besseres eingefallen als ein Titus. Tada! Natürlich nicht um zu shoppen. Gar nicht um zu shoppen. Also wir sind ja nicht hier um zu shoppen. So, wir kommen gerade aus dem Titus und ich habe nichts gekauft. Gar nichts. Jedenfalls müssen wir jetzt wieder zurück zum Parkhaus. Weil wir müssen ja noch ins Hotel und ich muss das ganze Zeug ja noch schneiden. Und deswegen fahren wir jetzt mal zurück. Ich glaube, hier sind wir auch schon, ne? Ja. Na, vielen Dank für die kleine Stadtführung. Gerne. Und dann nehme ich den Arm. Ja. Ciao. Ja. Tschüss. Und wie fandest du Leipzig? Schön. Regnerisch, aber trotzdem cool. Und du? Es war nicht immer regnerisch. Ja, es hat auch mal kurzzeitig nicht geregnet. Und ich hatte noch eine Mütze. Stimmt, ein Mitbringsel. Wo steht denn das Auto? Wo? Ja.
Okay. Dann sage ich schon mal Tschüss, danke, dass ihr zugeschaut habt und bis morgen.